Der Winterthurer von Seeschwinde aus Winterthur. Das heutige Ziel ist, kein Shitstorm bekommen. Das ist das heutige Ziel. Das erreiche ich heute. Hoffentlich. Hoffe es doch sehr. Aber ich glaube an mich. Ich werde das heute schaffen, kein Shitstorm bekommen. Es geht um weibliche Ultras, Frauen in der Ultraszene. Das Gute daran ist, ich habe 97% männliche Abonnenten. Also es schauen sehr, sehr wenig Frauen zu. Es ist natürlich ein heikles Thema. So. Es geht ja dann so richtig Sexismus, Feminismus, Emanzipation und das ganze Geschmäus. Und da dürfen wir ja nichts Falsches sagen heutzutage, weil sonst kommt man doch sehr, sehr schnell einen Shitstorm über. Also, wir schauen am Schluss nochmal, ob ich es geschafft habe, noch einen Shitstorm. Ob ich nichts Kontroverses gesagt habe, ich habe das Video noch nicht gesehen, ich habe die ersten 10 Sekunden gesehen. Und die ersten 10 Sekunden verleitet mich schon, zum einen Shitstorm zu bekommen. Aber komm, wir gehen jetzt einfach mal rein. Es geht um Frauen als Ultras oder so irgendwas. Machen wir. Ziehen wir durch. Ohne Shitstorm. Ohne Shitstorm. Shitstorm gibt es bei mir heute Abend. Nur auf der Schüssel. Aber nicht da live. Also ich bin ja nicht live, aber nicht da vor der Cam auf jeden Fall. Let's fucking go. Manche Leute sagen Fotze. Und sagen dann, oh, das sagt man hier nicht. Du Schlampe, du kannst doch nicht mal gerade ausgucken. Die interessieren sich doch nur für die Knackärsche für Spieler. Du spielst wie eine Frau. Ich habe gesagt, die ersten paar Sekunden sind schon gefährlich. Zum Shitstorm bekommen wir sich dazu äußern. Deswegen äußere ich mich nicht dazu. Fußball, eine letzte Bastion für krasses Macho-Gehabe, wird kräftig aufgemischt. Fußball, eine letzte Passion für krasses Macho-Gehabe. Bro, was? Digga. Nein, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ist das so ein Doku? Ich meine, das ist eine ernsthafte Doku, wo es wirklich so um Frauen in der Fußballszene geht, nicht? Digga, das ist auch so ein krasses Macho-Gehabe. Bro. Nein! Halt deine Fresse! Nein! Krasses Macho gehabt, Alter. Puh, okay. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. 20 Sekunden, ich habe schon keinen Bock, aber... Anforderst eigene Gesänge haben und eigene Choreos machen. Ja. Es ist irgendwie ein bisschen klar gewesen, dass es bei St. Pauli so der Fall ist. Alle selber machen und das ist natürlich total aufregend und toll. Eine ganz andere Art von Stadionerlebnis, als irgendwie auf dem Sitzplatz zu sitzen, irgendwie sein Bier zu trinken. Ultras sind Hardcore-Fans. Sie sorgen für Stimmung im Stadion, unterstützen ihre Mannschaft mit Transparenten und Gesängen und stehen mit den Medien auf Kriegsfuß. Die Polizei hat sie auf dem Kieker. Politiker werfen sie in einen Topf mit den Hooligans und Moderatoren nennen sie die Taliban der Fans. Dabei wird leicht übersehen, die meisten Ultras sind gesellschaftskritisch, sozial engagiert und offener als normale Fans. Dass ich irgendwie Werder-Fan war früh oder Fußball gespielt habe oder, keine Ahnung, viele jungshafte Dinge einfach gemacht habe, das ist nicht verstanden worden. Und es hat sich irgendwie, je älter ich geworden bin, dann so entwickelt, dass ich mir einfach Leute gesucht habe, die das akzeptieren und die mit meiner Art und Weise umgehen können. Und da bin ich dann halt irgendwann auch zu den Ultras gekommen und habe da einen Ort, einfach ich sein zu können. Jetzt kein Front, aber das sind ja jetzt keine Frauen. Also sie sind ja nicht sehr feminin. Man merkt schon ihnen an, dass sie doch eher so ein bisschen männlichere Seite haben. Mit den kurzen Haaren, doch ein bisschen stramm, ein bisschen nicht selbstsicher, aber so ein bisschen direkter, so nicht so typisch feminin, finde ich jetzt. Sorry, dass ich immer da rüber schaue, das ist ja mein zweiter Bildschirm, ich bin immer schauen, ob es am Lecken ist, deswegen schaue ich mal so wie so ein Wichser, schiele ich mal lieber einmal. So harmonisch ging es aber nicht immer zu. Die zwei Ultrafrauen von Werder Bremen mussten sich ihren Platz in der Gruppe erst erkämpfen. Ey, ich habe hohen Kopf, weil ich mir vorher so fett gegen den Grind gehauen habe. Ich schwöre, mein Kopf tut so weh. Ich schwöre. Ich habe so Kopf, es ist mega schlimm gerade. Ich habe mir vorher so fest gegen den Kopf gehauen.
Oh, der Scheiße. Vielleicht ist da wegen Videos im Kopf, wer weiß. Ich glaube, es ist so eine Kombination von beidem. Oder? Als Frau in so einer Szene hatte man das damals und gerade ich in so einem jungen Alter überhaupt nicht leicht. Als ich mit 14, 15 im Bus saß, lief mir auch Pornos um. Aber, wenn man bedenkt, das sind ja alles, die ist in einer linken Ultragruppe. Das ist so typisch, denke ich mal, eine politisch linksorientierte Fankultur, die das eher toleriert. Würde ich jetzt mal sagen. Also, ich bin der Meinung, eine Frau kann natürlich schon Fußball schauen und all das Zeug, das ist eigentlich keine Frage. Also Frau darf Fußball, alles drum und dran, natürlich, Mann. Jeder darf in ein Scheißstadion, jeder darf Fußball schauen. Aber ich persönlich finde, so in einer Ultrabewegung, so in einer Ultragruppierung, wo es doch auch mal gewalttätig zu und her geht oder so, ist doch eine Frau fast ein bisschen weniger gut aufgehoben, finde ich jetzt. Und ich denke vor allem, so gerade in der Ultraszene geht es doch vielfach um Stärke. Es geht um eine Masse, es geht um die Stärke zu beweisen. Und eine Frau aus rein physikalischen Gründen oder biologischen Gründen kann nicht viel physikalische Stärke aufbringen. Weißt du, so, kennst du Ultragruppierungen, alles so Fetzen, fast so weich halten. Nein, das war jetzt peinlich gewesen. Aber alles so eher gut gebaute Leute und so stramm und da, da, da. Und wenn es dann so Frauen so in diesen gut gebauten Leuten hat, so in dieser nicht dunklen Masse, in dieser stabilen Masse hat und dann so Frauen drin sind, ja, ich weiß nicht. Aber ich finde es gut, wenn sich die Frau so integriert im Choreo machen, dies, das ist schon gut. Aber es ist ein mega schwieriges Thema. Irgendwie bin ich auch ein bisschen zwiegespalten in dem Thema. Aber schauen wir mal weiter, was da noch erzählt wird. Also, das war völlig normal. Ein Grund, warum Ultrafrauen Aufklärungsarbeit leisten. Sexismus die rote Karte zeigen und öffentlich Stellung beziehen. In einer ironischen Aktion ließen Frauen von Ultra St. Pauli verlauten, sie hätten die Männer aus ihrer Gruppe geprügelt, weil die nur Frauen abchecken wollten. Bro, oh gut, es ist ein Bild, was so krass gemeint ist. Stell dir vor, das Bild wäre ernst. Tiga. Und sonst kein Engagement gezeigt hätten. Die Reaktion in Ultra-Deutschland, ganz besonders in einem bekannten, deutschen, dummen Ultra-Forum darauf, waren alle so herrlich selbstentlarvend. Also da wurde... Nut und für die Kurve. Gar nicht inhaltlich über die Sache diskutiert, vielmehr darüber, was für eine Körperlichkeit. Fußball ist kein Furzensport. Oder wie viel die in der ersten Reihe wohl wiegt. Unterstützt werden sie dabei von Fanprojekten. Daniela Wurz ist. Ja, aber Bro, so, ich weiß nicht, Alter, so das Fußballfans, das ist halt eher etwas Männliches, Mann. Bier saufen, sich gegebenenfalls mal prügeln, asozial sein, das ist doch so. Typische Eigenschaften, wo ein Mann mit sich bringt. Es ist halt irgendwie einfach so. Und eine Frau ist halt anders. Ich weiß nicht, wieso man immer denkt, Frauen sind Punkt genau gleich, Frauen müssen Punkt genau gleich sein. Überall müssen Frauen und Männer sein. Bro, wir Frauen, ey Tiga, jetzt bin ich voll auf die falsche Schiene gekommen. Frauen und Männer, die sind anders. Das ist einfach biologisch und faktisch so. Das ist einfach das so. Die haben andere Interessen, das ist einfach das so. Und dann gibt es halt Sachen, wo mehr Männer drin sind. Aber natürlich können auch dann Frauen kommen, aber ich weiß nicht, Alter. Ist Koordinatorin von Football Supporters Europe und im Gegensatz zu manch männlichen Fans kein Freund von Kaffeekränzchen. Du hast eine Zwischenbilanz ziehen. Meint ihr, ich habe schon Sachen gesagt, die einen Shitstorm herbeiführen könnten oder nicht? Ich darf jetzt gerne kommentieren. Kommentiert Shitstorm ja, wenn ihr denkt, ich habe schon Sachen gesagt, die nicht so gut sind, die einen Shitstorm herbeiführen könnten. Oder schreibt Shitstorm nein, wenn ihr denkt so, ey nein, das was du sagst, das ist alles easy, Mann, das wird doch kein Shitstorm geben. Danke, viel mal. Eine Freundin von mir und ich stehen zusammen in einer Reihe. Alle um uns herum haben sich während des Spiels unterhalten, alles Männer. Und wir guckten uns dann so an und dachten nur so, sag mal, sind wir eigentlich die einzigen beiden, die hier das Spiel gucken? Wie geil. Vorurteile abbauen und einen Raum für kritische Diskussionen bieten. Das ist auch Aufgabe von Thomas Hafke.
Der Mitarbeiter des Fanprojekts Bremen hat eine Antisexismus-AG gegründet, die eigene Transparente malt und an der vor allem männliche Fans teilnehmen. Männertümelei, der ganze Machismo ist ja auch eigentlich für Männer ziemlich anstrengend und eigentlich eine ziemlich traurige Angelegenheit. Und die Männer, die sagen, dass sie gerne mit Frauen zusammen sind, das sind bestimmt auch Männer, die sagen, wir haben keinen Bock auf diese Macho-Scheiße. Na, das stresst uns einfach nur. Und was verstehen die unter der Macho-Scheiße? Schon am Anfang mit dem Fußball Macho gehabt und Zeug und Sachen, also was immer gesagt worden ist. Was verstehen die darunter? Dann doch das mal irgendwie definieren oder so. Was ist Macho gehabt für euch? Was ist das? Soweit sind viele Ultragruppen bis heute noch nicht. Sophia Gerschel hat ihre Diplomarbeit über weibliche Ultrafans geschrieben und ist Mitarbeiterin im Fanprojekt Karlsruhe. Frauen sind dort als Ultras nicht erwünscht. Sophias Kritik gilt aber ganz anderen. In einer gewissen Weise sexistisch verhalten sich auch manche Vereine, gerade mit ihren rosa Merchandising-Artikeln und für die Frau gibt's alles schön eng. Ich mag kein Pink, ich finde Pink scheiße. Ich weiß nicht, was das mit meinen Vereinsfarben zu tun hat. Es gab auch eine Aktion in einem Stadion am Frauentag. Bro, Alter, die sind schon in jetzt zufrieden. Es machen doch frei extra rosa Sachen für Frauen und die sagen, na, das ist sexistisch. Die machen rosa Sachen für mich, für eher weibliche Leute. Sexismus! Bro! Und wenn es keine rosa Sachen gäbe, dann würde ich sagen, ja, ey, wir Frauen fühlen uns ausgeschlossen, es gibt keine rosa Sachen für uns Frauen. Sexismus! Egal was man macht. Dann ein Glas Sekt am Stadioneingang, wo viele dann einfach sagen, was will ich mit Sekt im Stadion? Nur weil ich... Bro, Alter, sogar ich würde Sekt im Stadion trinken, Mann. Was interessiert mich das, was es zu viel gibt, Mann? Hau das halt Alkohol drin, Mann. Bringe mir das Sekt, Mann. Wenn ihr nicht zu viel, zu viechen. Wenn ich eine Frau bin und gerne Fußball schaue, möchte ich nicht am braun-weißen Frauentag eine Blume beschenkt bekommen. Also, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Das hätten sie... Also, es gibt einen braun-weißen Frauentag. Keine Ahnung, was das ist. Wieso der braun-weiß heißt, ich wegen St. Pauli. Da kommen Frauen... Ein Rosa geschenkt über, weil Frauentag ist eine wunderschöne Geste. Die beschweren sich drüber. Ey, das geht mir nicht in den Kopf hier. Weißt du, ab und zu kannst du es den Leuten nicht recht machen. Du kannst es den Leuten nicht. Machst du nichts, ist es nicht gut. Machst du etwas, ist es nicht gut. Da fragt man sich wirklich, wie kann man es den Leuten überhaupt noch recht machen, den Leuten? Sie vielleicht lieber in Freibier investieren sollen, das Geld. Vereine schüren immer noch das Bild der Frau als Sexobjekt und als schwaches Wesen, das vor anderen Fans geschützt werden müsse. Beim letzten Sicherheitsgipfel wurden sie als Argument für verschärfte Kontrollen benutzt. Dabei droht Gefahr aus anderer Ecke. Ganz oft mache ich halt eben auch die Erfahrung, dass die Sicherheit eines Spiels weniger vom Fanverhalten als vom Verhalten der Sicherheitskräfte abhängig ist. Wir hatten einen Fall in Hoffenheim, dass die Fans so beschossen worden sind und einer das Pfefferspray in den Hals bekommen hat und keine Luft mehr bekam. Wenn ich als stinknormaler Fan aus einem Sonderzug aussteige und werde da mit einem massivsten Aufgebot an Bereitschaftspolizei alle vermummt empfangen, mit Hunden ohne Maulkorb, mit berittener Polizei. Und das allererste, was passiert, ist, dass halt alle gefilzt werden. 900 Leute, das ist nichts, wo ich mich dann dabei besonders sicher fühle, sondern da fühle ich mich bedroht. Verschärftes Durchgreifen zum Schutz von Frauen und Kindern? Die Ultrafrauen selbst haben keine Lust auf diese Opferrolle. Die können natürlich auch nicht als Grund hinhalten, dass man jetzt verschärfte Kontrollen macht. Also warum? Die Frauen werden ja genauso kontrolliert. Also wenn ich das richtig verstehe, geht es ein bisschen darum, dass die Polizei sich rechtfertigt, verschärfte Kontrollen zu machen zum Schutz von der Frauen und Kinder. Und die finden dann, sie sind ja selber in dieser Gruppe, wegen dem finden sie das unsinnig, dass sie wegen dem verschärfte Kontrollen machen. Da gehe ich eigentlich in der Meinung, völlig mit ihr, ja. Völlig mit, wenn das wirklich Polizeiargumentation bringt, hey, wir machen verschärfte Kontrollen, wir haben eine höhere Polizeipräsenz, wegen der Frauen und Kinder, oder wegen der Frauen, dann finde ich das absolut ein dummer Grund. Absolut dummer Grund. Und die dann missbraucht werden für ihre Anliegen, dass sie mehr Polizeiaufgebot bringen können, dann finde ich das, bin ich ihrer Meinung.
halten völlig. Daher auch nichts davon, bei Geisterspielen, die sonst vor leeren Rängen stattfinden, nur Frauen zuzulassen. Dennoch machte das Geisterspiel von Fenerbahce eines sichtbar. Genau, das Geisterspiel kommt hustrig, dann sind alles Frauen hier gekommen. Das Geisterspiel von Istanbul, glaube ich, irgendwie sehe, wo irgendwie nur Frauen und Kinder am Stadion waren. Die Leute gehen schon in Anführungsstrichen gleichwertig ab. Mir haben auch unsere Mitglieder aus Fenerbahce erzählt, dass es dann wirklich um das Spiel rum und vorm Spiel dann noch fast tumultartige Szenen gab, weil mehr und mehr Frauen versucht haben, ins Stadion zu kommen und nicht reinkamen und dann teilweise Frauen versucht haben, an den Fassaden hochzuklettern. Für seinen Verein brennen, die Mannschaft anfeuern, gemeinsam. Also das ist die mega krasse Stimmung, was ich sage. Habt ihr das jetzt gehört? Das ist die mega krasse Stimmung, die fast an die normale Stimmung gar nicht kommt. Sagen dir jetzt, Digga! Fenerbahce ist einmal andere Liga, was Stimmung anbelangt. Aber das mit der normalen Fenerbahce-Stimmung zu vergleichen, das ist schon ein Witz. Am Siege feiern und gemeinsam Niederlagen beweinen. Frauen wollen nichts anderes als Männer auch. Man hat ähnliche Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit Repressalien im staatlichen und was Polizei betrifft. Ich weiß natürlich nicht. Vor allem wieso, das frage ich mich auch, wieso stehen weibliche Ultras oder allgemein Ultras wirklich mit dem Gesicht direkt vor der Kamera? Das macht doch kein scheiß Ultra, das macht kein richtiger Ultra, steht mit seinem Gesicht vor der Kamera für irgendeinen Arte-Scheiß. Was ist da von Arte, oder? Keine Ahnung, von wem das ist. Aber das steht doch keiner mit dem Gesicht dorthin. Normalerweise. Aber die zwei Frauen machen das jetzt, finde ich. Ja. Für mich macht vielleicht nicht ganz den Sinn von Ultra kapiert. Ultra sein aus, dass ich mit meiner Gruppe von Freunden meine Mannschaft möglichst oft, möglichst aktiv unterstütze und dabei unfassbar viel Spaß habe. So, das war jetzt sehr komisch. Das wär's gewesen. Jetzt fangst du das nächste Video an. Ich hoffe, ich habe keinen Shitstorm ausgelöst. Sind ihr meiner Meinung? Sind ihr anderer Meinung? Ey, schreibt eure Meinung mal ihr. Es würde mich brennend interessieren. Es würde mich wirklich brennend interessieren, was ihr davon haltet, Frauen in der Kurve und Zeug und Sachen. Interessiert mich. Und ja, ich würde sagen, abonniert den Kanal und drückt auf die Glocke, Mann. Dann kommt ihr immer Benachrichtigungen, wenn ich ein Video lade. Wie schön kann das Leben sein, wenn man dann eine Benachrichtigung bekommt. Ich kann mir nichts besser vorstellen im Leben, außer im Lotto gewinnen. Aber nicht mal das wäre so geil. Nein, Spaß. Also, peace out, meine Damen und Herren. Tschüss.